ganzen Zeit Bandgeschichte, ihr seid schon viel rumgekommen. Könnt ihr mir sagen, wo finde ich das geilste Bier? Natürlich bei uns im Heimatort, Wasseralfinger Spezial. Ich habe jetzt aber seit langem mal wieder auf eure Facebook-Seite auch im Vorfeld geguckt und habe erschreckend festgestellt, 10 Jahre Hacknet und ihr wollt aufhören. Das stimmt. Was geht da bei dem Satz einem durch den Kopf? Naja, was soll man sagen? Also nach 10 Jahren ändern sich Menschen, es ändern sich musikalische Geschmäcker. Vor allem waren wir damals ja, als wir die Band gestartet haben, alle noch ja recht jung. Und mein Geschmack ist noch der gleiche. Ja. Was magst du denn so? Alles. Death Metal. Nein. Wie Fabi schon sagt, das liegt schon hauptsächlich daran, dass man jetzt, wie gesagt, sich 10 Jahre lang ausprobiert hat. Und vielleicht jetzt auch irgendwelche neue Wege einschlägt. Also ich denke, aus dem Metal war man nicht verschwinden. Aber einfach, man hat halt irgendwann mal das Gefühl, dass man so sein kreatives Schaffen vielleicht bis zu einem gewissen Level ausgeschöpft hat. Und von dem her wollen wir uns da auf jeden Fall mal ein bisschen wieder freier machen und uns auch in neuen Sachen probieren. Da bin ich sehr gespannt. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir studieren oder arbeiten mittlerweile jetzt in ganz Deutschland eigentlich verteilt. Ja. Und es macht es immer schwieriger, überhaupt zu proben, Songs zu schreiben, generell Konzerte zu spielen. Und da haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwann als Band enden, die einmal im Jahr irgendwo auf dem örtlichen Festival spielt, ziehen wir die Reißleine und machen eine geile Festival-Abschiedstour, am Ende ein großes Abschiedskonzert und bringen diese tolle Band, diese tolle Zeit zu einem guten Ende. Heute ist Auftaktshow, oder? Für die Abschiedstournee. Erste Gig. Heute ist der erste Show. Habt ihr Erwartungen an den Abend? Naja, wir sind jetzt kurz vorher angekommen und haben jetzt halt Bock, nachher die Bude zu rocken und hoffen, das Publikum ist gut drauf und es machen alle mit. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, 10 Jahre, erinnert ihr euch noch an den ersten Gig, den ihr als Hacknet hattet? Die erste Show? Ja, da war ich noch als Zuschauer mit dabei, als Fanboy. als Münd Jutze, selber organisiert. Wir durften ja sonst nirgends spielen, von dem her mussten wir selber was auf die Beine stellen. Und wieso durftet ihr nirgends spielen? Das muss ich jetzt mal. So vom Alter her, so wurde man auf jeden Fall komisch angeguckt. Deswegen haben wir gesagt, machen wir uns halt mal einen Namen, indem wir alles selber organisieren und haben dann da auch echt mit 14, 15 irgendwas auf die Beine gestellt, aber war ganz witzig und ich denke, das ist auch allen so als erstes Konzert in Erinnerung geblieben. So. War direkt bei uns vor der Tür im Jutze in Abtsgmünd, also wo wir alle herkommen, wo wir auch alle auf der Schule waren. Noch ein paar von den lokalen großen Bands dazugeholt. Geil. Ja, geil. Nee, das war auf jeden Fall. War auch ein gutes Konzert, es gab einen gebrochenen Finger. Also alles so. Wie gab es denn den gebrochenen Finger? Irgendwie Moshpit. Achso, aber keiner der Band hat sich den Finger. Nee. So beim Bass spielen oder so hart abgesnappt und dann ist der Finger ab. Nee, so weit ist es nicht gekommen. Okay. Sehr geil. Aber du warst damals noch nicht in der Band? Nee, ich bin erst seit Anfang 2012 dabei. Was waren so das geilste Erlebnis in der Zeit, das ihr so hattet? Also für mich war es tatsächlich 2014, als wir am Mittwochabend erfahren haben, dass am Tag darauf auf Mice and Men abgesagt haben und wir auf der Pain Stage kurzfristig einspringen. Da bin ich dann vor lauter Freude und Überraschung rückwärts besoffen die Bierbank runtergekippt. Dann auch direkt ins Bett, um am nächsten Tag noch einigermaßen fit zu sein. Und unsere größte Sorge, ob Fabi das Summer Breeze überhaupt überlebt. Für mich war es extrem Hammer. Das Festival kommt ja aus unserem Heimatort Abtsgmünd und es war immer ein Traum, dort zu spielen. Also ich habe auch persönlich angefangen, Musik zu machen, um da mal auf der Bühne zu stehen. Und da ging für mich schon ein Traum in Erfüllung. Ihr hattet zu dem Zeitpunkt ja schon dreimal dort gespielt. Genau, man muss ja dazu sagen, dass wir arbeiten. Wir können da nicht uns gegenseitig bespaßen und hersaufen. Wir arbeiten alle auf dem Summer Breeze und es war dann echt, wir waren irgendwie nachts im Lager tätig und dann kam der Chef rein und hat gesagt, die Band hat gesagt, kriegen wir es hin. Geil. Und wir haben uns angeguckt und haben schon gesagt, erste Sorge, schafft's Fabi, schafft's Philipp. Ich habe bei euch gelesen, auf Wikipedia tatsächlich dann, der Achim Ostertal hat euch dann sehr unter die Arme gegriffen und hat euch geholfen, dann auch bei Nuclear Blast an den Deal ranzukommen. Wie war da so das erste Treffen mit dem? Mit dem Achim, also den Achim kenne ich, das erste Treffen war, als ich im Schlafanzug die Treppe runtergekommen bin, weil der war Schlagzeuglehrer von meinem Vati. Ja, ein Wunder, dass er nicht nackt war. Ja, das war später. Nee, und daher kenne ich den Achim quasi schon seit Kindheitstagen auf. Und dann war der Moment, wie gesagt, wir haben selber Konzerte veranstaltet, haben selber Konzerte mitgespielt. Und da hat sich es eigentlich ergeben, dass wir, wie gesagt, das erste Mal quasi Interesse von dem Label bekommen haben. Und dann ging es eben darum, die Details zu checken mit Achim. Und er meinte dann halt auch, hat uns dann eben unterstützt und gemeint von der Herangehensweise, dass man erstmal eine Platte aufnimmt und mit der dann guckt, Labels zu kriegen. Und hat uns da tatkräftig unterstützt, hat dann, wie gesagt, auch einen Produzenten, einen passenden rausgesucht.
Dann waren wir da im Studio und danach sind wir auf Labelsuche gegangen, was ja dann auch relativ erfolgreich. Also hat man einfach Glück. Das muss doch ein unglaubliches Gefühl sein, wenn da Nuclear Blast kommt und ihr ein Plattenvertrag vorliegt, oder? Ja, wir konnten es. Das war so surreal. Ich glaube, wir haben alle erstmal eine Weile gebraucht, um es so in der Form wahrzunehmen. Das war. Ich weiß noch, wir sind dann auch von Berufsschule stellenweise einige Kilometer. Ich war in Biberach, hat mich mein Bruder irgendwie abgeholt zur Vertragsunterschrift. Also es war total abgefahren. Also. Es muss grooven. Und das ist ja auch das Tolle am Equipment. Wir spielen jetzt nicht irgendwas technisch Basiertes, was weiß ich was, sondern es muss halt eigentlich immer eine ordentliche Schippe auf die Schnauze geben und dann passt das eigentlich. Und das haben wir bisher eigentlich immer liefern können. Sogar mit 3 Saiten am Bass oder 5 an der Gitarre oder was auch immer. Nein. Wenn man immer nur spielt oder so. Dann genau. Können ja alles einhändig spielen. Habt ihr einen Tipp für junge Bands, wenn man gerade am Anfang ist, was man machen sollte, wie man rangehen sollte? Sein Ding durchziehen. Genau. Und ja, wenn es ankommt, kommt es an. Und wenn es nicht ankommt, dann kann man es auch nicht ändern. Also es war auch das, was wir uns auch jetzt so mit den neuen Platten oder so gedacht haben. Man muss nichts erzwingen und klar konnten wir jetzt an den Erfolg nicht anknüpfen von den vorherigen Alben, aber es hat sich einfach an dem Feeling nie was geändert, auf die Bühne zu gehen und einfach abzuliefern und das ist das, was vorne steht und wenn man das nicht kann, wenn man nicht das macht, worauf man Bock hat, dann hat man auch keinen Spaß auf der Bühne und dann kann man noch so erfolgreich oder sonst was sein, irgendwann wird sich das rächen. Man kann nie allen Leuten gefallen, das geht ja gar nicht. Einfach sein Ding machen, Spaß an der Musik haben und einfach das Ding durchziehen, dranbleiben. Man sieht ja auch in der Geschichte, dass manchmal die Sache die richtige war und einfach die Zeit noch nicht gekommen ist. Ich wusste schon immer, dass die Jungs was drauf haben. Ja. Habe ich von Anfang an gesagt. Sehr gut. Das wollte ich jetzt auch hören. Genau das wollte ich hören. Ihr habt auf eurem Facebook-Statement zum Abschied habt ihr mit reingeschrieben, hier ist am Anfang nicht immer leicht war, viel auf und ab. Ihr habt ja einen sehr schnellen Aufstieg dann doch tatsächlich gemacht. Was war aber am Anfang nicht so leicht? Darf ich das fragen? Also ich denke, es war vor allem das Umschalten von Jutze-Band auf große Band mit den Verantwortungen, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber wir mussten quasi viel auf Tour quasi lernen. Also es gilt ja nicht nur für die Schule, die wir alle nebenher gemacht haben, sondern halt wirklich auch so das Ganze, was auf einmal da war, das mussten wir alles halt erstmal realisieren und ordnen. Da gab es dann auf einmal Verlag, Vertrieb, Label und die Dinge, mit denen man sich davor einfach nie auseinandergesetzt hat, weil man sich nie damit auseinandersetzen musste. Und ja, das also, war... Es gab vor allem auch am Anfang viel Gehate, viel Neid von Seiten, Fans waren es ja nicht, aber anderen Leuten aus der Metal-Szene und dann musste man wahrscheinlich auch erstmal lernen, da drüber zu stehen und auf die Leute einen Fick zu geben. Man kennt es ja selber, die Skepsis, wenn man irgendeine junge Band trifft, aber ich habe mittlerweile so viele Bands gesehen, wo es mich auch einfach so aus den Latschen gehauen hat, dass man eine junge Band sieht und das ist auch das, was ich denke, was man im Metal viel mehr im Gedächtnis behalten soll, dass man offen ist für Sachen, weil das eigentlich den Metal ausmacht, das Offensein. Weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich habe das Gefühl, die Underground-Szene, die ist am Aussterben langsam. Weil es wird immer schwerer, gerade für kleine Bands Veranstaltungen zu kriegen, Leute zu ziehen, weil du brauchst einfach mittlerweile, habe ich das Gefühl, einen großen Headliner, damit Leute zu deinen Shows kommen, oder? Ja, aber das hat ja auch mehr oder weniger, wie soll man sagen, eine Ursache, einen Grund. Ich denke, wir haben einfach, wir leben in einer Zeit, mit Internet und allem, wo der Markt einfach überladen ist. Und man muss sich mit immer drastischeren Mitteln differenzieren. Ich meine, wenn man sich heute eine Platte von Death anguckt oder so, die ist die Macht, aber die ist als Platte, als solches. Heute braucht man ein Konzept außenrum, man braucht irgendwelche schlüssige Elemente, die gerade im Trend sind oder so. Also ich denke, es ist viel schwieriger, nur allein mit Musik sich mittlerweile durchzusetzen. Und ich denke, das führt auch dazu, dass es einfach so eine Masse an den unterschiedlichsten Dingen gibt. Wovon ja jedes auch ein Stück weit eine Daseinsberechtigung hat, das spreche ich keiner Band aus, aber es ist einfach ein Überangebot. Ich finde es auch toll, dass es noch so kleine Festivals hier in der Region gibt, die lokale Metal-Szene stützen. Also wenn sowas wegbrechen würde, wenn die Leute wegbrechen würden, die sowas organisieren, dann gäbe es auch hier irgendwo nichts mehr. Ja. Wie viele Mal seid ihr das erste Mal auf der Grabbenacht? Ja, wir sind das erste Mal da. Und wie ist euer erster Eindruck? Sieht spaßig aus auf jeden Fall. Leute in bunten Kostümen, dann der Klassiker, lange Haare, schwarzes T-Shirt und ich glaube, die Leute sind gut drauf, haben Spaß, das Wetter passt auch. Wir freuen uns auf die Show. Sehr heimelig auf jeden Fall. Habt ihr was für mich später, was ihr mir empfehlen könnt, wo ich so richtig hart abbängen kann? Ja, morgen auf jeden Fall Cytotoxin. Finde ich echt schade, dass wir die nicht sehen können. Aber ich meine es von euch. Gebt mir einen Song für später, wo ich richtig hart abgehen kann. March of the Bronze. Spielen wir nicht. Death Toll.
Sehr toll, okay. Wenn es soweit ist, sagt er einmal, Johnny, jetzt geht's los, dann kann ich vorgehen und ein bisschen Haare Kopf schütteln. Aber nur, wenn du dann auch tatsächlich da bist. Ich gebe mir Mühe, ja. Okay. Ich gebe mir sehr viel Mühe, dass ich tatsächlich da bin. Ihr seid, glaube ich, das letzte Interview für heute. Dementsprechend kriege ich das, glaube ich, hin. Das sollte klappen. Ja, sehr gut. Es kann aber auch sein, dass du schaffst, dich bis dahin zuzusaufen. Ich weiß ja nicht, was da vor. Tatsächlich, wenn ich filme, bin ich meistens so relativ nüchtern. Ich muss halt auch noch Auto fahren. Ganz schlecht. Ich habe leider versucht, einen Fahrer mitzukriegen, aber irgendwie, nee, ging nicht. Habt ihr eigentlich Vorbilder in der Band? Gespaltene Sache eigentlich bei uns auch, weil man einfach auch viel mit Bands unterwegs war, die man quasi in der Jugend angehimmelt, ja, vergöttert hat und dann halt gemerkt haben, dass die vielleicht von der Persönlichkeit her, ich denke, das war am Anfang halt vor allem schlimm, wo wir dann quasi ganz neu dabei waren und dann waren wir auf einmal mit den ganz großen Namen unterwegs, ja, wo man alle Platten daheim im Regal hat. Mittlerweile weiß man dann aber auch selber, dass es vielleicht daran liegt, dass so das viele Touren einen auch ein bisschen ermüdet und man trifft einfach überall neue Leute. Ja. Und es verlässt, oder also bei uns ist es zum Glück noch nicht so, ich meine, wir sind ja auch noch nicht so lange auf Achse, sind ja nur 10 Jahre, aber es verlässt dann einen halt so ein bisschen so das, der, wie soll man sagen, der Drive. Der Spirit. Ja, man geht dann halt, es wird so ein bisschen zu einem Business, dass man auf die Bühne steht. Und das war auch vielleicht ein Mitgrund, warum wir bei Hacknet gesagt haben, wenn nicht alle 100%ig hinter der Musik stehen, was bei dem Album noch der Fall ist, aber wie gesagt, man weiß ja immer nicht. Ja, klar, wie sich man hat schon gemerkt, dass das neue Album eben so ein viel breiteres Spektrum hat und es viel Diskussionen gab, also produktive Diskussionen beim Songwriting. Von dem her. Geplant jetzt neue Projekte für euch oder habt ihr gesagt, wir machen jetzt erstmal Ruhe? Also mein Bruder Philipp, der Gitarrist, und ich, wir haben wie gesagt noch unsere andere Band, Necrotted, und mit der machen wir auf jeden Fall auch weiter, gehen demnächst ins Studio, neues Album kommt dann nächstes Jahr und das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Die Band lebt hoffentlich noch lange. Bin ich mal gespannt. Und bei dir? Ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal ruhiger angehen lassen. Ich will mich sammeln. Ich will auf jeden Fall das Nächste, was ich rausbringe, das muss halt wieder genau das bringen, was mir eben an Musik bedeutet und allem. Und wie gesagt, hoffentlich dann auch so in Richtung der Inhabitants of Carcosa anzuknüpfen, wobei man dann auch, wie gesagt, das ist jetzt ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja, 10 Jahre Hacknet. Ja. War immer eine geile Zeit. Und man muss natürlich jetzt auch quasi seine Mitmusiker erstmal, gibt man ein Stück weit auf und man merkt halt, man ist ein eingespieltes Team, man hat ein gewisses Niveau, die Leute haben eben gewisse Skills, das merkt man halt schon, wenn wir proben, wenn wir spielen. Von dem her denke ich, erstmal die passenden Leute wieder finden. Vielleicht, wie gesagt, auch nochmal so ein bisschen Hacknet Incest treiben und quasi nochmal so eine Abkapselung draus machen. Mal gucken, wie es weitergeht. Wie entsteht denn der typische Hacknet-Song? Ist das so ein Bandprojekt oder schreibt da wirklich jeder für sich und sagt, hey, guck mal hier, so läuft das? Nee, das ist wirklich, entsteht bei uns beim Jammen in der Probe. Das meiste eben durch Tim und Devin, die sind ja Brüder, haben zusammen ihren Proberaum, hatten sie früher im Keller. Mittlerweile haben wir ihn außerhalb. Und da entstehen die Songs einfach durch Zusammenspielen. Und dann merkt man halt, wenn irgendein Part geil ist, wird auf dem weitergefeilt. Und wie gesagt, wenn dann die Parts dann mal stehen, dann wird eigentlich alles immer so im großen Rahmen gemacht. Jeder spielt dann ein bisschen was dazu. Okay guys, that was the interview with Hacknet. I hope you enjoyed it. If so, please feel free to share the interview on your social media. That would be freaking amazing and support me quite a lot. Subscribe to my channel to become a clansman of this amazing clan. And down below you can find 2 more epic videos. One is definitely the video about the Rock Hearts open air. So make sure to check it out. It was pretty amazing. Great festival. Thank you very much for your support and see you soon.